Ja, herzlich willkommen zur Mitbauaktion. Ihr hört es vielleicht, meine Stimme ist ein bisschen im Arsch. Ich rechne eigentlich jede Minute damit, dass die wegbricht. Ist ein bisschen rau im Hals alles. Let's Rock Minecraft haben mich auf die Idee gebracht, das hier jetzt einfach so zu machen mit der Mitbauaktion. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen auf Brast, ein bisschen auf Krawall gekämmt auch, weil ich schon ersten Welten und Bauten zugeschickt bekomme, ohne dass ich bisher gesagt habe, dass die Mitbauaktion gestartet ist, ohne dass ich gesagt habe, wo was gebaut werden soll. Wer sich an das letzte Mal erinnert, da habe ich auf der Karte ein Kreuz gemacht und gesagt, da baut was. Jetzt kriege ich hier zugeschickt alles Mögliche. Und ohne dass ich gesagt habe, was gebaut werden soll. Ja? Also die ganzen Gedanken, die ganze Arbeit dazu, die ich mir ja hier mit der Mitbauaktion schon mal gemacht habe, klopfen wir einfach in die Tonne. Scheiß drauf. Ja. Stattdessen machen wir es anders. Und zwar werdet ihr eure Bauwerke selber vorstellen. Einfach als Videoantwort zu diesem Video. Ja. Macht ein Video von euren Bauten in meiner Welt. Erzählt dazu ein bisschen was, macht das als Video, packt das hier als Videoantwort dazu. Wer keine Videos aufnehmen kann, weil er zum Beispiel kein Flaps hat, der hat die Möglichkeit, einfach mit Screenshots aus Minecraft eine Diashow zu machen. Dazu gibt es von mir dann auch noch ein Tutorial, wie man das machen kann, denn Windows und YouTube stellen alles Notwendige dafür bereit. Das Einzige, was ihr braucht, ist vielleicht ein Mikrofon, wenn ihr einen Sprachkommentar aufnehmen wollt. Ihr könnt natürlich auch mit Untertiteln alles machen. Ja, also da gibt es keine technischen Hindernisse. Sowas kann jeder dann machen und einfach hier eben als Videoantwort hochladen. Ja, wie gesagt, das Ganze eben einfach, weil ich jetzt schon die ersten Welten und Bauten zugeschickt komme, ohne dass ich überhaupt gesagt habe, was ich für die Mitbauaktion geplant habe. Und ich habe immer wieder gesagt, dass ich was Besonderes vorhabe, dass ich mir was ausgucken muss, dass da was vorbereitet werden muss. Das klopfen wir jetzt einfach mal in die Tonne. Ja. Wenn ihr euch da nicht zurückhalten könnt, Entschuldigung, aber wie gesagt, ich habe ja schon angesagt, ich bin ein bisschen auf Brast, ein bisschen auf Krawall gekämmt heute. Ja, wie gesagt, und ich werde natürlich zusehen, dass ich hier die Videoantworten alle möglichst schnell freischalte. Und die Aktion hier läuft auch unbefristet. Ihr braucht euch also nicht zu beeilen und irgendwelchen improvisierten Schrott hier hochzupacken. Ich meine, es ist ja dann euer Video und die Leute sehen ja dann, was ihr gebaut habt, werden das vielleicht auch entsprechend kommentieren, egal. Lasst euch also Zeit, macht was Anständiges, macht was Schönes, denn ihr steht dann schließlich hier mit euren Bauwerken. Wie gesagt, macht einfach eure Bauten, stellt sie in einem Video vor, packt das hier als Videoantwort dazu. Muss wie gesagt kein Video sein, geht auch natürlich als animierte Diashow. Da gibt es einige Möglichkeiten, da kann man eine ganze Menge machen, direkt mit den Bordmitteln von Windows und von YouTube. Dazu gibt es dann von mir noch ein Tutorial. Was mich auch ein bisschen aufgeregt hat die letzten Tage, war die Sache mit dem RTL-Video, mit dem RTL-Beitrag da in Explosiv. Dem Fachmagazin für investigativen Journalismus, der Gamescom-Beitrag, der ja hier die Community in Aufruhr versetzt hat und diverse Aktionen wurden gestartet. Am wirksamsten war letztendlich einfach der Aufruf zur Beschwerde bei programmbeschwerde.de. Der hat wirklich was gebracht. Da sind also, glaube ich, mehrere tausend Beschwerden eingegangen. Ja. War ein bisschen schwierig, nehme ich mal an, für viele, weil man da eben genau sagen muss, welcher Sender, welcher Beitrag, welches Magazin, Datum und Uhrzeit, wann das gesendet wurde und eben auch in ganzen Sätzen,
Ganze Sätze, stellt euch das mal vor, wie schwierig das ist. Ganze Sätze. Und eben richtig argumentieren musste, warum dieser Beitrag unsachgemäß und beleidigend ist. Wie gesagt, einige Tausend haben es geschafft und damit dann auch den gewünschten Effekt erzielt. Viele, viele, viele Tausend andere haben aber das Bild, das in diesem Beitrag von der Gamer-Community gezeichnet wurde, aufs Schlimmste bestätigt. Ja, die Foren bei RTL und die Facebook-Seiten vom Moderator, von der Sendung und von der ja, bedauernswerten von dem bedauernswerten Fräulein da Silva sind einfach zu gespammt, zu gemüllt, zu geschissen worden mit den übelsten Verbalinjurien, mit Fäkalausdrücken von wegen Scheiß RTL und Fuck you RTL. Mehr haben die meisten Leute da leider nicht zustande gebracht. Und wie gesagt, auf diese Art und Weise eben leider das Bild, was in dem Beitrag gezeichnet wurde von der Gamer-Community, von der YouTube-Community, das Bild, was in diesem Beitrag gezeichnet wurde, das schlimme Bild, wurde leider aufs Übelste ja, bewahrheitet. Scheiße, die Formulierung ist krumm. Ja, aber die Community hat bewiesen, dass RTL recht hat. Punkt. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Dickes Daumen hoch und dicken Respekt für alle, die das richtig gemacht haben. Die Aktion da angetreten von dem Rainer Schauder. Ja, hoffe ich. Die hat es nämlich letztendlich wirklich gebracht. Der hat Let's Player auch viele Bekannte dazu angeschrieben und die haben da alle mitgemacht und eben, wie gesagt, es richtig gemacht. Nämlich richtig aussagekräftig in ganzen Sätzen, sachlich und nüchtern einfach argumentiert, warum dieser Beitrag unsachgemäß und beleidigend ist. Die meisten YouTuber, die sich darauf gemeldet haben und Gamer, die sich darauf gemeldet haben, haben einfach, wie gesagt, nur die RTL-Seiten und die Facebook-Seiten der Redakteure und der Sendung zugeschissen. Man kann es nicht anders sagen. Und damit eben das Bild, das dieser Beitrag gezeichnet hat. So schlimm es auch ist, sie haben es einfach bestätigt. Ah, egal. Aber die Nummer ist jetzt durch. Und was wie gesagt jetzt läuft, ist hier die Mitbauaktion. Ihr stellt eure Bauten einfach als Videoantwort zu diesem Video hier vor. Na, das Ding lasse ich auch einfach mal unbefristet laufen, ruhig ein, zwei Monate. Nehmt euch also Zeit, baut was richtig Gutes, stellt das richtig gut vor, präsentiert das richtig. Tutorial, wie ihr das mit ganz einfachen Mitteln machen könnt, selbst wenn ihr kein Mikrofon, keine Videosoftware habt, außer den Bordmitteln, was Windows und YouTube so mitliefern. Ein Tutorial dazu kommt noch. Bis dahin, adieu mit Ö.